Hallo. Heute ist wohl Sonntag, Ende Juni, 26. oder so. Bin jetzt hier zwei Tage vor South Lake Tahoe, also vor dem Lake Tahoe. Ist jetzt 19.11 Uhr, habe 30,5 Kilometer mit guten Pausen und spät losgelaufen. Wie immer, heute war nicht so ein sportlicher Tag, also ich habe mich heute schlapp gefühlt. Liegt bestimmt an der Ernährung. Also mir fehlen wahrscheinlich einfach so ein paar Nährstoffe, auch die Muskeln. Bin froh für die Muskeln, bin froh, wenn ich dann in South Lake Tahoe bin und dann mal Magnesium und so ein Zeugs mir besorgen kann. Und hoffe, dass es dann besser geht. Ja, bin heute auch nicht aus dem Bett gekommen. Also war um kurz nach 7 das erste Mal wach. Dann dachte ich mir auch, war so schön kuschelig warm. Drehe ich mich noch dreimal um. Dann bin ich dann 7.40 Uhr. Irgendwann habe ich mich dann langsam aus dem Schlafsack gepellt. Und bin dann so gegen 9, glaube ich. Also habe ausgiebig gefrühstückt. Also Oatmeal und dann so ein Vanillepulver mit Eiweiß drin gegessen, warm gemacht und dann noch einen Kaffee getrunken. Bin dann so gegen 9 oder ich glaube 8:45 war es, dann los. Das ist echt spät. Also das ist eigentlich für mich völlig okay. Aber ich habe das Gefühl, alle anderen, die hier unterwegs sind, die stellen sich einen Wecker zu um 5 spätestens, damit sie dann um 6 los können. Ja, nee, das ist nicht meine Vorstellung von dem Trail hier. Und von, ja, soll ja auch ein bisschen Spaß machen. Und ich habe keinen Spaß, wenn ich um 5 aufstehen muss. Naja, ja, da kommt immer mal so ein leichtes, schlechtes Gewissen hoch. Wenn ich dann so gefühlt oder wahrscheinlich, weiß ich nicht, ob noch irgendjemand, der hier unterwegs ist, später aufsteht als ich. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich hier rüberkomme. Könnte nass werden. Ja, jetzt eigentlich keine Lust, noch kurz vorm Schlafen hier nasse Füße zu bekommen. Boah. Ja. Vorhin war wieder so ein Schild von ein paar Meilen, so von wegen, also hat der Trail eine Straße gekreuzt, man muss dann über die Straße rüber und hinter der Straße war dann so ein Schild von wegen, ach, Achtung, Sie betreten hier Schwarzbären- und Mountainlion-Habitat, laufen Sie bitte nur, wenn es geht, zu zweit und verhalten sich richtig. Ja, aber da stand auch, dass die Bären und die Mountain Lions eigentlich schüchtern sind und sich von Menschen fernhalten, wenn es geht. Ja, naja. Mal schauen, wo ich heute schlafe. Also allzu lange mache ich nicht mehr. Jetzt ist 19.15 Uhr. Denke mal so eine halbe, dreiviertel Stunde noch, vielleicht maximal eine Stunde. Ja, ist gerade ganz angenehm hier. Auch so wird der Trail jetzt ein bisschen angenehmer. Also es sind immer noch Ups and Downs so, aber die sind bei Weitem nicht mehr so steil und nicht mehr so lang, die Anstiege vor allem und so hoch wie in den letzten Wochen. Das war echt nicht auszuhalten. Ich glaube, meine Beine sind da auch immer noch so ein bisschen mitgenommen. Ja. Jo. Das dazu.
erzählen. 28. Juni, ach jetzt geht's. 28. Juni, ich glaube Tag 73 oder so. Ungefähr 22 Meilen vor South Lake Tahoe. Richtig schöne Aussicht gerade. Ausgehen, also Magnesium, Zink und sowas. Ich habe gestern richtig durchgehangen. Auch nur 25 Kilometer oder so gemacht. Heute Morgen ging es mir schon besser. Hab gestern Abend so Knorr-Nudeln gegessen und mir da dann nochmal irgendwie eine ganze Packung Reis reingehauen. Also das hat gewirkt. Bin auch echt schon um 20 Uhr, kurz nach 20 Uhr eingepennt. Ja, heute Morgen, als ich gerade beim Frühstücken war und Kaffee trinken, kam einer vorbei, der läuft, oder der ist hier im PCT letztes Jahr gelaufen. Ein bisschen älterer, angegrauter 6-Tage-Bart. Eine gute Brille, relativ, ja, auch gepflegt, mit einem Tagesrucksack. Trailname Mr. Logistics. Ganz netter Typ. Wir haben uns kurz unterhalten. Also eine Viertelstunde ungefähr. Und er fragt so, na, wie geht's so? Wie läuft's auf dem Trail soweit? Gesagt, ja gut, 15. April gestartet. Ach, meint er, gute Zeit und so. Super. Anfang September ist so geplant, am Northern Terminus zu sein, meint er, ja, auch gut. Und dann sage ich so, ja, gestern ging es mir richtig übel, weil meine Beine einfach nicht mehr wollten. Hatte auch mega Kopfschmerzen den ganzen Tag. Also ich habe wirklich ganz, ganz hart zu spüren bekommen von meinem Körper, dass irgendwie an allen Ecken und Enden was fehlt. Sag ihm so, mir sind die Elektrolyte ausgegangen, beziehungsweise gab es in Kennedy Meadows Nord keine, sondern nur so ein Getränkepulver, Pink Grapefruit, was das Flusswasser so ein bisschen, naja, was dem so ein bisschen Geschmack gibt, einfach nur, aber ohne dass da was drin ist. Ja, meint er, ob ich diese Noon-Tabletten kenne. Brausetabletten, sag ich, klar kenne ich die. Hatten sie leider in Kennedy Meadows Nord nicht. Ja, er kann mir welche geben. Sag ich, oh wow, das wäre cool, eine, wenn er mir eine geben könnte, das würde mir den Tag retten. Ja, meint er, naja, er hat ja seinen Namen nicht ohne Grund. Also sein Truck steht irgendwo 15 Meilen entfernt an einem Highway. Da hat er noch mehrere Röhrchen von diesen Tabletten, Brausetabletten. Und hat mir tatsächlich 3 Stück gegeben. Richtig gut. Ich habe davon 2 erstmal ins Wasser getan. Ich weiß nicht, ob man das von hier sieht. Links oder rechts, keine Ahnung.
großen Schluck getrunken und eine Brausetablette habe ich noch in der Tasche für den Tag. Richtig gut. Deswegen geht es mir jetzt auch wieder besser, richtig gut sogar. Ich habe jetzt mal die Socken gewechselt, habe wieder die Kompressionssocken an. Ich merke auch, dass das einen Unterschied macht. Ja. Und obwohl es hier jetzt bergauf geht, klar muss ich zwischendurch mal atmen, Luft holen, aber die Beine, da merke ich gar nichts. Das ist super. Richtig gut. Ja, bin jetzt ja einen Tag vor South Lake Tahoe, habe zwei Optionen. Eine Option ist jetzt in ungefähr 8 Meilen, Compton Highway. Das ist auch ein größerer Parkplatz für so Dayhiker. Da könnte ich versuchen, so einen Hitch zu kriegen nach South Lake Tahoe. Das sind so 20 Meilen Highway. Das wäre gut, dann wären es heute nur ja, so knapp über 10 Meilen. Oder in so 22 Meilen kommt der nächste Highway. Der ist dann näher Echo Lake. Ein bisschen dichter an South Lake Tahoe dran. Da wäre dann oder ist dann die zweite Option, um dorthin zu kommen. Ich werde mal versuchen, von dem Highway jetzt in so 8 Meilen eine Fahrt zu bekommen nach South Lake Tahoe. Wenn das klappt, also ich warte da, mir gesagt, ja, Stunde, anderthalb warte ich da oder halt den Daumen da raus. Wenn da nichts passiert, dann laufe ich weiter. Genug Essen habe ich. Brausetablette, ja, eine noch. Und die beiden in der Flasche kann ich mir immer mal verlängern. Also wenn jetzt der nächste Bach kommt oder so in ein paar Meilen, dann trinke ich einen großen Schluck und fülle danach. Ja. Aber ich bin ganz guter Dinge, da in 8 Meilen eine Fahrt zu bekommen. Hoffentlich, sodass ich dann gegen heute Nachmittag, Abend, also späten Nachmittag, schätze ich mal realistisch, ins Haus Lake Tahoe bin. Muss mich dann als allererstes darum kümmern, dass mein Internet wieder funktioniert übers Telefon, weil das ist ausgelaufen, glaube ich, am 24. Juni. Da war ich gerade, bin ich gerade in Kennedy Meadows Nord angekommen. Da gab es zwar Internet, also Wi-Fi, aber keinen Empfang, keinen Cell-Service, also kein Handyempfang. Und dieses Prepaid-Ding da von T-Mobile erneuern zu können, bin ich zwar auf die Seite gekommen von T-Mobile, aber die sagten dann, also da kam dann nach der Anmeldung, also nach Benutzername und Passwort, kam dann so eine Verification von wegen, ja, wir schicken dir mal eine SMS mit einem Code, um sicherzugehen, dass du das bist. Ja, danke schön. Hat nicht geklappt, weil kein Handyempfang. So dass ich jetzt erstmal gucken muss, dass ich Handyempfang habe. Jetzt wird es windiger. Hör mal auf zu quatschen. Ja, aber die Aussicht hier ist echt klasse.
Donnerstag, weiß ich gar nicht. Ich weiß nur, dass heute der 30. Juni ist. Bin vorhin, also heute Morgen vielmehr, hat er jetzt ein Zero in South Lake Tahoe. Und bin vorhin von South Lake Tahoe Richtung Trail getrampt oder gehitcht, wie man hier so schön sagt. Das Ding ist ja, man kommt ja nicht, wenn man den PCT läuft, durch irgendwelche Städte durch, sondern man muss vom Trail runter. Und dann, also wie heute, weiß nicht, da waren es so 10, 15 Meilen oder so, 30 Kilometer vielleicht, naja, zum Trail. Um zum Trail wieder zurückzukommen, hatte jetzt ein Zero, also einen Ruhetag gestern in South Lake Tahoe. Das war ganz cool. Mit einem ganz sympathischen Schweizer Pärchen. Flatspot und On and Off heißen die beide, also sind deren Trailnamen. Und Marathon Man, auch ein ganz sympathischer Kerl aus Dänemark. Mit denen war ich vorgestern und gestern ja, Abendessen. Das war ganz schön in South Lake Tahoe. Das war richtig schön, schöner Ort. Da kann man auch so mal hinfahren. Ganz cool. Der See ist auch, also der Lake Tahoe, der ist unglaublich schön, unglaublich groß, unglaublich klar. Die Farbe oder Farben vielmehr. Richtig, richtig, richtig schön. Ja, also es waren zwei schöne Tage, habe mich erholt. Gut, war da in einem Motel in South Lake Tahoe. €65 pro Nacht. Also 130 Euro für zwei Nächte. Ja, war aber ganz angenehm. Ja, dann ging es heute, also hat mir Zeit gelassen heute, um 11 war auschecken, ich war so eine halbe Stunde vor 11, habe ich ausgecheckt, bin dann mit dem Shuttlebus, also Public Transport, was hier for free ist, also man kann hier die öffentlichen Verkehrsmittel kostenlos benutzen in einigen Städten und auch in South Lake Tahoe. Bin dann da mit diesem Bus zur Post gefahren, hab da ein Paket, ein kleines Päckchen Richtung Mount Shasta aufgegeben. Da waren so ein paar Sachen drin, die ich jetzt hier nicht brauche. Ein paar Papiere, so Impfausweis und der ganze Kram will ich alles nicht mitschleppen. Microspikes. Ein paar Dosen, Vitamintabletten, Zink, Eisen und so. Da habe ich mir dann das, was ich für die Etappen dann hier jetzt brauche, in kleine Ziplocs abgefüllt. Also bin da gut versorgt und muss nicht die Dosen mitschleppen. Ja, nach der Post war ich dann noch frühstücken, habe ein richtig leckeres Sandwich gegessen. Hab einen Kaffee getrunken bei Starbucks, einen großen, nochmal die letzten Nachrichten gecheckt, also jetzt Korrespondenz mit der Heimat, gab aber nichts Neues. Was gab's noch? Ja, dann gegenüber von Starbucks dann an so einem McDonald's, da habe ich dann nochmal eine dicke Cola, eine große Cola und eine große Pommes gegessen und mir so ein Triple Dingsbums Burger und zwei Double Cheeseburger für heute Abend, also für jetzt gleich, mitgenommen. Die hängen hinten am Rucksack. Die gibt es dann zum Abendbrot heute, da freue ich mich schon drauf. Ja, und dann von diesem McDonald's in South Lake Tahoe war so eine große Straße, also auch ein Highway. Da habe ich dann eine halbe Stunde, also ich war um 14 Uhr, kurz nach 14 Uhr an diesem Highway, an dieser großen Straße und wollte dann Richtung Echo Lake wieder trampen. Zum Trail.
Das war gar nicht so einfach. Also ich habe da 25 Minuten gestanden, bis mich dann Joe Garcia mitgenommen hat. In seinem, also so ein Construction Worker, der hat irgendwie so selbstständig, macht Straßenbau oder so. Der hat mich dann mitgenommen, so drei Viertel der Strecke bis zum Echo Lake. Also das hier ist übrigens jetzt nicht der Echo Lake, sondern ich glaube Aloha Lake. Da kann ich auch gleich noch kurz was dazu erzählen. Ja, ja, der nahm mich dann mit, drei Viertel der Strecke ungefähr. Und von dort aus bin ich dann weiter gelaufen, ein Stück, wieder einen Daumen rausgehalten und dann hatte jemand angehalten, also ein ganz sympathischer Kerl, der hieß zufälligerweise auch Joe, mit seinem Pickup-Truck. Der hatte hinten so Holz, Holzbretter, dicke, ganz, ganz dicke Holzbretter drauf, also er war vollgeladen mit Holzbrettern. Dicke, schwere Holzbretter und fragte, ja, wohin willst du denn? Sage ich, ja, zum Echo Lake, zum Trailhead, also da, wo der PCT entlang führt. Sagt er, ja, gar kein Ding, da will er auch hin, weil er hat am Echo Lake so eine Cabin, also so ein kleines Häuschen, Cabin nennen die sich da. Und ja, da will er auch hin. Haben wir uns so ein bisschen unterhalten, war 20 Minuten Fahrt oder so und da meinte er, ja, wenn du Lust, wenn du Lust hast, kannst du ja mir helfen, die Holzbretter, also Holzbohlen oder was das waren, vom Truck zu verladen aufs Boot. Also der hatte da so ein kleines Motorboot am Echo Lake unten. Und seine Cabin, also diese kleine Holzhütte, die ist mit Auto nicht zu erreichen. Da führt nur so ein ganz, ganz schlechter Wanderweg. Also ähnlich wie der hier wahrscheinlich. Mitten durch den Wald, 40 cm breit hin zu dieser Cabin. Die liegt aber direkt am See. Ja. Dann meinte er, ja, okay, wenn du Lust hast, hilfst du mir, packst du mit an, das Holz aufs Boot zu verladen. Und dann fahren wir beide zur Cabin. Da waren auch, glaube ich, seine zwei Söhne und noch zwei Kumpels von denen oder sogar drei Söhne und ein Kumpel. Keine Ahnung. Jedenfalls habe ich ihm dann geholfen, das Holz mit aufs Boot zu verladen, aufs Motorboot. Und dann sind wir über den Echo Lake mit dem Holz richtig schön dann zu seiner Cabin gefahren. Kurz, was war das, ein Bier oder sowas getrunken, unterhalten, richtig schön. Der hatte mir dann erzählt, dass er das Ding jetzt seit 7 Jahren mittlerweile hat, immer noch dabei ist, das auszubauen, weil da vorher ein älterer Mann drin gewohnt hat, also ein Messi. Der hat wohl nicht irgendwas gesammelt, sondern er hat Waffen und Munition gesammelt. Naja, das musste dann vor 7 Jahren erstmal alles ordnungsgemäß mit Polizei und so, als der alte Mann dann weg war, entsorgen. Da meinte der alte Mann, der hatte da 40.000 Schuss Munition. 40.000 Schuss. Darüber würde sich die Bundeswehr in Deutschland freuen, wenn da mal irgendwo 40.000 Schuss auftauchen würden. 14 alte Bürgerkriegskanonen und unzählige Schusswaffen, also Langwaffen, Kurzwaffen. Das, ja. Aber diese Cabin, meint er,
Die ist aus den 1920er Jahren. Also er hat mir die gezeigt, war da drin und so. Richtig, richtig schön. Also uraltes Holz. Ein alter Ofen oder ein alter Herd, der wie so in den Westernfilmen ja noch mit Feuer beheizt wird. Kein Strom, kein Abwasser, kein Wasser, nichts, sondern nur diese Holzhütte. Richtig, richtig schön idyllisch da, mitten an diesem See gelegen. Ja, dann haben wir die Bullen noch ausgeladen und dann hat er mich mit seinem Motorboot über den Echo Lake gefahren. Sonst hätte ich um den Echo Lake rumlaufen müssen. So hat er mich über den Echo Lake gefahren. An ein Stück oder ans Ufer, was auch in der Nähe vom PCT ist, also wo der Trail auch entlang führt. Habe ich so 3 Meilen gespart oder so, aber die Fahrt mit dem Motorboot da über den Echo Lake richtig schön. Und seine Cabin war nicht die einzige, sondern da waren dann auch noch ein paar andere, also am Seeufer. Unglaublich schön. Also ist eine andere Welt. Hier, wer hier so eine Hütte am See hat, also hier an diesem See gibt es keine Hütten. Das nennt sich hier, die Gegend, in der ich hier jetzt bin, das nennt sich Desolation Wilderness. Desolation ist ein bisschen desolat hier. Der Weg ist desolat, ja. Aber es ist extrem geschützt, also hier wohnt niemand. Und ist auch, aus einem Grund. Weil das will man einfach so unberührt lassen. Ja. Ja, und selbst da am Echo Lake, wo die Leute da ihre Cabins haben, kann man sich nicht so vorstellen, dass da an diesem See eine Hütte nach der anderen neben der anderen steht, sondern die sind so ganz versprenkelt mal so. Und die werden, hat er mir erzählt, der Joe, da von Generation zu Generation weitervererbt. Kein Mensch gibt die Dinger weg. Klar, würde ich auch nicht machen. Ja. Und er ist da durch einen glücklichen Zufall, hat seine Cabin da vor 7 Jahren durch einen glücklichen Zufall bekommen. Der pachtet die da für 20 Jahre oder so und dann verlängert sich das um 20 Jahre. Also das ist, da kann er jetzt die Sommer genießen. Es sind tatsächlich nur 3 oder 4 Monate, meinte er, die er sich da im Jahr in dieser Cabin aufhalten kann. Also es ist wirklich nur was für die Ferien oder für einen Urlaub. Da kann man nicht wirklich drin wohnen. Aber wenn man da ist, richtig, richtig schön. Ja, viele Bären soll es hier geben. Das auch zu dem See hier. Aloha Lake heißt der. Gerade gestern, an, habe ich gelesen, dass ein Stück, also 2 Meilen hinter mir, da war so war eine flache Stelle, wo man hätte zelten können, wo auch Leute von gestern auf heute oder von vorgestern auf gestern, wie auch immer, also jedenfalls gestern oder vorgestern muss es gewesen sein, auch gezeltet haben. Und die haben da nachts Bärenbesuch bekommen, hatten natürlich ihr Foodbag, also ihren Essensbeutel, also den Sack, in dem man das Essen aufbewahrt, glücklicherweise außerhalb des Zelts aufbewahrt, aber die Bären haben alles zerpflückt, sodass sie jetzt kein Essen mehr haben, naja, und wahrscheinlich wieder zurück mussten. Ja, blöd, ich muss mir auch Gedanken machen, also erstmal wo ich
heute schlafe, ist nicht mehr allzu lange hin, ist jetzt genau 18 Uhr. Wo ich schlafe und ja, da wo ich schlafe, da muss ich dann gucken, dass ich auch mein Foodbag irgendwo hoch an einem Baum hänge. Also ich habe so ein kleines, dünnes Seil für Bearbagging, heißt das, nennt sich das. Also man befestigt dieses Seil an dem Foodbag. Am anderen Seilende, da wickelt man dann Stein drum, wirft den Stein über einen hohen Ast sozusagen, sodass auf der anderen Seite das Seil wieder runterkommt. Dann zieht man den Foodbag hoch und bindet das Seil irgendwo fest, sodass das Essen irgendwie bestenfalls ganz weit oben mitten in der Luft hängt. Und die Bären da nicht rankommen, selbst wenn sie es riechen. Naja, das werde ich dann wohl auch machen heute. Ja, und die andere traurige Geschichte ist, dass gerade gestern oder heute Morgen, also auch gestern oder heute, aus dem See hier ein asiatischer Wanderer tot geborgen wurde. Er muss da offensichtlich drin gebadet haben. Und keine Ahnung, was die Ursache ist, weiß ich nicht. Jedenfalls war der seit Tagen schon vermisst. Also es gab Aufrufe auf Facebook und auf Farout, also in dieser App, die hier alle benutzen für den PCT. Wer den sieht, wer dem über den Weg läuft oder so, soll sich unbedingt melden. Ja, bis dann irgendwie die traurige Nachricht kam, dass der hier in diesem See ertrunken ist. Ja, die haben den gestern oder heute Morgen geborgen aus dem See hier. Auf Facebook waren da noch Bilder, also von ihm selber, von der Ausrüstung, die er so dabei hatte. Naja, vermutlich auch, der See ist relativ kalt, war jetzt noch nicht drin, werden es auch nicht machen. Vermutlich war er da schwimmen, keine Ahnung, Krampf oder Herzversagen oder das ist ja doch für den Körper. Also wenn der auch in Mexiko gestartet ist, dann hat er jetzt auch 1100 Meilen nicht nur in den Beinen, sondern im ganzen Körper gehabt. Ist auch eine Belastung für den Körper und dann den Körper nochmal extra zu belasten. Und da in so einen kalten See zu springen oder da zu schwimmen, whatever, war vielleicht nicht so eine gute Idee. Ja, das war hier zu dem Aloha Lake. Schöner See auf jeden Fall. Ja, ich werde mal schauen. Da wird es jetzt ein bisschen gebirgiger. Also, ich werde gleich mal schauen, wo der Weg lang führt. Ja, eigentlich darüber will ich heute nicht noch. 18 Uhr ist eigentlich eine gute Zeit, um irgendwo ein nettes Plätzchen zum Übernachten zu finden. Also ich gehe mal ganz stark davon aus, dass ich so in den nächsten Tagen meinen ersten Bär sehen werde. Also nicht meinen, sondern ja, den ersten Schwarzbären hier, den ich hier auf dem PCT sehe. Das wird jetzt wahrscheinlich unweigerlich passieren. Hier soll es wimmeln vor Bären, die Hunger haben. Und die scheinbar auch schon rausgekriegt haben sollen, wie man an das Essen kommt. Was die Hiker hier an die Bäume hängen und so. Also die haben bestimmt auch sowas wie Facebook. Bärbook, wahrscheinlich ein Bärbook. Spricht sich das rum. Ja. Naja, bin gespannt. Ist auf jeden Fall gerade eine ganz, ganz schöne Gegend hier, aber irgendwie ist eine andere Welt hier tatsächlich. Also, das ist echt eine andere Welt. Da gucken noch irgendwie Baumstämme da mitten aus dem See raus. Also vor
paar tausend Jahren gab es den See vielleicht noch gar nicht oder der war tiefer. Ja, krass. Jupp. Jetzt soll das Gelände auch ein bisschen flacher werden, sodass man jetzt auch mal ein paar mehr Meilen am Tag machen kann. Das würde ich mir jetzt auch wünschen. Okay, das war's. Das war's. Hallo, 2. Juli, heute, glaube ich, ist es Samstag, bin jetzt hier an der schönen Stelle gerade, rechts neben mir, also Richtung Osten ist der Lake Tahoe, den man da hinten sieht, der Lake Tahoe, und auf der anderen Seite geht es nach Westen, in Richtung Nordkalifornien, das liegt jetzt auch vor mir. Richtig schöne Gegend hier, der Lake Tahoe, der ist richtig schön. Da ist schon der nördliche Teil des Sees. Ich komme vom südlichen Teil. Bin vor zwei, drei Tagen gestartet von dem Kollegen. Nach der Tour mit dem Tahoe über den See. Und bin jetzt hier am nördlichen Teil, habe noch drei Tage vor mir. Dann komme ich in Sierra City an. Zu besorgen und dann geht es nach Quincy. Der heißt Quincy in Nordkalifornien. Der liegt dann nochmal 100 Meilen von Sierra City entfernt. Da bin ich schon etwas weiter vom South Lake Tahoe, näher mich so langsam Oregon. Richtig schöne Gegend hier. Gibt sogar Handyempfang hier oben auf dem Hügel.